Heute möchte ich zeigen, wie ich meinen GEP-RC Leopard FPV-Racer aufgebaut habe. Der Leopard ist ein widerstandsfähiger 220 mm Rahmen für 5 Zoll Propeller. Er ist mit 114 Gramm recht schwer, was aber für die Emax-Motoren kein Problem ist. Die Emax RS2306 Motoren sind sehr leistungsstark mit bis zu 1700 Gramm Zugkraft pro Motor. Leider verbrauchen diese auch sehr viel Strom und man muss mit locker 120 Ampere bei Vollgas rechnen. Ich verwende hier 2750 kV Motoren. Empfehle aber lieber die 2400 kV Motoren. Die ESCs müssen wegen den Motoren auch mindestens 35 Ampere schaffen und kurzzeitig sogar 40 Ampere. Als Propeller verwende ich die Emax AFEN 5065. Die haben Rillen für eine bessere Haft am Motor. Als Flugkontrolle habe ich den F4 von Matic ausgewählt, weil der einen SD-Karteneinschub für Blackbox, Antivibrationsfüße und einen passenden PDB hat, der über einen Ampermeter verfügt und leicht montierbar ist. Alle Komponenten sind 6S LiPo-fähig. Die FPV-Kamera ist die neue Fuchs Monster V2 im 16:9 Format mit 2,5mm Linse. Hier sollte man lieber eine 1,8mm Linse nehmen für größere Sichtweite, sodass man wegen 16:9 auch noch den Boden beim Landen sieht. Alternativ eignet sich die Runcam Eagle mit 2,1mm Linse, die auch sehr gut für eine 16:9 Brille ist. Die Stromversorgung erfolgt über einen XT60-Stecker mit 12 AVG dickem Kabel. Ich verwende eine Taranis-Funke und dazu nehme ich einen Aethersky XM Plus Empfänger. Er ist klein und hat volle Empfangsweite. Wer aber die Telemetrie auf der Funke empfangen möchte, sollte einen XSR-Empfänger nehmen. Die Antennen sind die neuen Pagoda 2 Antennen von Emax. Ein Pärchen für den Racer und die FPV-Brille. Die roten Antennen sind die rechtsdrehenden RHCP. Es gibt noch die linksdrehenden LHCP-Antennen. Weiße und rote Antennen stören sich beim Racer-Fliegen fast überhaupt nicht. Zuerst werden die Füße zusammengeschraubt und obendrauf kommt der Stromverteiler PDB. Obendrauf werden die Vibrationsstifte angeschraubt. Diese finde ich als die beste Methode zur Reduktion der Vibration am Gyro am Flugkontrolle. Alle Schrauben werden mit Schraubensicherung befestigt. Macht man das nicht, verliert man schon eine Schraube auf der Wiese. Zum Löten von dem XT60 Stromstecker benötigt man starken 60 Watt Lötkolben. Die Kabel habe ich am PDB so angelötet, dass kein Lötzünd unten den leitenden Carbonrahmen berührt. Eigentlich sollte man das Kabel mit einem Kabelbinder fest an das Gehäuse befestigen, damit es nicht beim Sturz abreißt. Die Motoren werden auch mit Schraubensicherung befestigt. Da die Motoren alle gleich sind, muss nicht auf die Laufrichtung geachtet werden. Die Bullet ESCs passen perfekt auf die Arme. Zuerst muss aber ein Elko für die Nutzung von Dishot 600 entfernt werden. Hier lohnt sich vielleicht besser direkt Dishot 1235A ESCs zu kaufen. Zum Beispiel die Dis Aria ESCs sind eine sehr gute Wahl, die auch 3 bis 6S können mit 35 Ampere. Die Kabel sollte man nicht zu kurz abschneiden, diese sollen immer locker am Rahmen liegen, auch wenn es nicht so schön aussieht. Zur Fixierung der ESCs verwende ich Tesafilm. Alle Motoren werden gleich an den ESCs angelötet. Anschließend wird der Schrumpfschlauch angebracht, benutzt aber lieber ein Heißluftgerät anstatt wie hier ein Feuerzeug. Am PDB werden zuerst die dicken Hauptleitungen angelötet und dann beide Steuerleitungen. Also die Steuerleitung in weiß, als auch die Masse in schwarz. Die Masse ist zwar nicht notwendig und könnte abgeschnitten werden,
aber so ist es störungsfreier. Unter dem ESC klebe ich ein doppelseitiges Klebeband, um die Vibration vom Motor zu senken. Somit haben auch die ESC einen Halt. Die Laufrichtung der Motoren stelle ich später per BL Heli Software ein. Deshalb werden alle ESCs gleich an das PDB gelötet. Unten wird das Gummipad für das Lipo angeklebt. Der PDB wird über ein Flachbandkabel mit dem F4 Flugcontroller verbunden. Der FC wird befestigt mit den Plastikschrauben. Nun wird jetzt die Haube zusammengeschraubt. Hier müsst ihr aussuchen, welche Seitenteile zu eurer Kamera passen. Als Videosender verwende ich den besten TBS Unify Pro HV Race. HV deswegen, weil er direkt an das LiPo angeschlossen werden kann. Das gelbe Kabel kommt an VTX-Anschluss. Das weiße Audiokabel an TX1 für die Fernsteuerung der Frequenzen per Funke. Der XM Plus Empfänger wird an RX3, 5 Volt und Grund angeschlossen. Jetzt sind wir fast fertig. Es fehlt nur noch der LED-Strip. Dieser hat 3 Leitungen, gelb für Steuerung, rot 5 Volt und schwarz Masse. Der Beeper sollte kurze elastische Kabel angelötet haben. Damit der Beeper nicht wackelt, sollte er mit beidseitigem Klebeband befestigt werden. Die Elektronik ist jetzt vollständig und wir können die Haube anschrauben. Die Antennen sollten weit weg vom Rahmen in einem 90-Grad-Winkel montiert werden. Ich verwende hier einen Kabelbinder mit Schrumpfschlauch. Mit der Zahnseide befestige ich Kleinteile wie die LED-Leiste. Der ganze Racer wiegt 378 Gramm, was schon recht viel ist. Als Akku sollte man ein 95C LiPo verwenden. Hier der neue Tattoo Square Airline Akku, der sehr leicht und trotzdem 1500 mAh hat. Der kann problemlos 150 Ampere Dauerleistung bringen, optimal für den Racer mit den 2 oder 3 Blatt Afan Propeller von Emax. Der lange Akku von Tattoo ist um 20 Gramm schwerer, geht aber auch. Für die gelben 5040 3 Blatt pro Propeller eignet sich auch der 75C Akku, der bei Vollgas schon recht warm wird. Mit dem 5040 gelben Genfen Propellern fliegt man ca. 5 Minuten lang. Und bei den roten Propellern sind es aggressive 4 Minuten Flugzeit.